Meine Lieben, Schluss mit der Panik. Immer wieder lese ich solche Art von Kommentaren, sowohl bei mir als auch in Facebook-Gruppen und so weiter. Ich möchte heute über das wichtige Thema Gewichtsstillstand und gegebenenfalls Gewichtsschwankungen bzw. Zunahme reden nach der OP. Also, hier ist, wie ich das Ganze sehe. Erstens, habt ihr einen echten Gewichtsstillstand? Fragt euch das ganz ehrlich und sachlich. Eine Nichtabnahme von 1 bis 2 Wochen ist kein Gewichtsstillstand, sondern einfach nur dein Körper, der ein bisschen Zeit braucht, um die Umstellungen, die du machst, auch in Ergebnisse umzuwandeln. Das ist ganz normal. Jeder hat mal zwischendrin, auch in der aktiven Abnahme, 1 bis 2 Wochen, in denen sich nichts tut. Und wenn es ganz blöd läuft, dann nimmt man sogar ein bisschen zu. Was mich zu Punkt 2 bringt, Gewichtsschwankungen. Gewichtsschwankungen von 1 bis 3 Kilo sogar könnten es sein, innerhalb von wenigen Tagen sind auch normal. Bei Frauen offensichtlich oft während der Periode, weil sie einfach in der Zeit mehr Wasser einlagern. Aber auch bei allen anderen, auch bei euch Männern, habt ihr vielleicht am Vorabend extrem salzig gegessen. Salziges Essen sorgt und auch Fastfood im Allgemeinen sorgt dafür, dass euer Gewebe mehr Wasser einlagert, dass sich das verschiebt. Wassereinlagerungen können ohne Probleme mehrere Kilo innerhalb von wenigen Tagen ausmachen. Oder eben hormonell bedingt, was bei uns Frauen häufig der Fall ist. Und da können schon mal 3 Kilo plus innerhalb einer Woche da sein. In der Regel verschwinden die aber auch wieder, sobald sich das Ganze reguliert hat. Also auch Gewichtsschwankungen. Hört auf, euch verrückt zu machen. Die beste Methode dafür ist, sich einfach dazu zu bringen, auch wenn es schwerfällt, sich nicht mehr täglich zu wiegen, sondern vielleicht maximal einmal die Woche. Selbst innerhalb eines einzigen Tages habe ich manchmal Gewichtsschwankungen von bis zu 1,5 Kilogramm. Ich wiege mich morgen nach dem Aufstehen, wenn die Beine noch schön schlank sind. Ich habe sowieso auch Lipödeme, die dazu neigen, Wasser einzulagern. Wenn ich mich morgens gleich nach dem Aufstehen halbnackt wiege, dann und dann im Laufe des Tages nochmal nach einer guten Mahlzeit, wo ich den ganzen Tag auf den Beinen war, dann habe ich manchmal am selben Tag, Stunden später, 1 Kilo oder mehr drauf. Und ich weiß aber ganz genau, dass das nicht realistisch ist. Wiegt euch immer zur selben Uhrzeit und auf derselben Waage und am selben Ort, um wirklich verlässliche Werte zu bekommen. Aber wie gesagt, macht euch nicht so extrem verrückt bei diesen Schwankungen, die völlig normal sind und nicht bedeuten, dass ihr jetzt wieder zunehmt oder dass ihr einen Gewichtsstillstand habt. Wenn ihr, nur weil ihr 2 Wochen lang nicht abgenommen habt, ist das kein Gewichtsstillstand. Dann kommt wahrscheinlich in Woche 3 dann nochmal ein großer Schwung von 2 bis 3 Kilo. Das war bei mir so oft der Fall. Eben, es ist sehr leicht, da in ein kleines Loch zu fallen oder auch die Außenwelt, die dann so tolle Kommentare bringt, die einen runterziehen, wie jetzt bist du doch operiert, da müsstest du doch eigentlich automatisch abnehmen. Ja, tust du auch, aber der Körper ist eben keine einstellbare, konfigurierbare Maschine. Manchmal braucht er halt einfach ein bisschen länger, um das sich innerhalb von Jahren angespeicherte Fett loszulassen. Das geht nicht in einer linearen Linie gleichmäßig. Das ist manchmal 1 bis 2 Wochen gar nichts oder Schwankungen und dann in Woche 3 2,5 Kilo. Und es geht allen so, nicht nur euch. Also stopp die Panik, mache und bleibt ganz entspannt.
Und wenn es dann zum befürchteten echten Gewichtsstillstand kommt, was, let's face it, uns alle betrifft und irgendwann auch kommt. Es ist ja ganz logisch, irgendwann pendelt sich das Ganze ein. Das war ja auch schon vor der Operation bei jeder größeren Abnahme so. Und das ist auch nach der Operation so. Alle haben Angst davor. Aber ihr seid nicht hilflos. Es wird irgendwann zum Gewichtsstillstand kommen. Beziehungsweise so richtig still steht das Gewicht ja nie. Es schwankt dann meistens in so einem Level von 1 bis 3 Kilo, mal 1 Kilo weniger, dann wieder 2 Kilo drauf, dann wieder 1 Kilo weniger. Bei mir war das so, dass ich ab Monat 9, da war ich ja so bei 116, 117, also zwischen 116, ich hatte ab Monat 9 bis Monat 13, 14 habe ich geschwankt zwischen 115 und 118 Kilo. Mal waren es 116, mal waren es 115, mal waren es 117. Also immer 3 Kilo hin und her. Ich meine, das ist im technischen Sinne kein echter Gewichtsstillstand. Das sind einfach, naja doch, es ist ein Gewichtsstillstand, aber es steht eben nicht still auf einer bestimmten Zahl. Ne? Da von der Idee könnt ihr euch verabschieden. Das schwankt dann einfach in einem Bereich von 1, 2, 3 Kilogramm. Da solltet ihr versuchen, entspannt zu bleiben. Fragt euch. Wichtig ist Selbstreflexion und Ehrlichkeit euch selber gegenüber. Ihr schadet ja nur euch selber, wenn ihr euch selber da was vormacht und vorlügt. Seid ihr in der Phase, seid ihr wieder in alte Ernährungsmuster zurückgefallen und esst ihr im Moment einfach nicht ordentlich, dann wisst ihr auch, woher es kommt. Und dann ist es auch kein echter Gewichtsstillstand und auch kein Versagen, sondern einfach nur eine vorübergehende Selbstfindungsphase, die eine neue Einstellung, eine Neueinstellung, eine Überarbeitung eures Essverhaltens nötig macht. Ich weiß, das ist komisch ausgedrückt, aber ja, wir stolpern und fallen alle mal und niemand ist perfekt und wir alle kämpfen damit, sonst wären wir auch nicht in der Situation gekommen, in die wir überhaupt eine OP in Betracht gezogen hätten, wenn wir nicht Probleme mit Essen hätten. Also sich selber nicht so schlecht zu machen, sondern die Fehler sehen, die Fehler sich eingestehen, reflektieren. Kann ich selbst was daran ändern? Und wenn ja, ist es momentan realistisch, dass ich das schaffe? Also ich hatte auch Phasen, in denen ich gemerkt habe, es läuft krass aus dem Ruder, ich ernähre mich nicht ordentlich, aber im Moment sind andere Dinge so viel wichtiger für mich, dass es gerade einfach für mich dass ich es einfach habe so weiterlaufen lassen über ein paar Wochen. Beispiel, als mein Vater verstorben ist im Dezember, natürlich habe ich gemerkt, dass ich da wieder einiges hätte besser machen, dass ich einiges da nicht so optimal gelaufen ist und ich einiges hätte besser machen können. Aber ganz ehrlich, in den 4, 6 Wochen, also in der ersten Zeit danach, es hat nicht daran gelegen, dass ich mich in dem Sinne habe gehen lassen. Mir war das bewusst, mein Fehlverhalten. Und ich wusste, du wirst es auch wieder angeben, wenn du mental stabil genug bist dafür. Und genau so war es auch. Ja, ich habe einfach ein bisschen Zeit dafür gebraucht. Ich habe in der Zeit nicht hemmungslos wieder zugenommen, sondern einfach einen Stillstand gehabt. Ich wusste aber immer, woher der Stillstand kommt. Deswegen, natürlich habe auch ich Momente erlebt, in denen ich immer das Gefühl hatte, mich dafür rechtfertigen zu müssen, dass ich jetzt nicht weiter abnehme. Und ich wusste immer, hätte ich mich mehr angestrengt in dieser Phase, gerade so 9 bis 12 Monate nach OP, hätte ich auch noch viel mehr abgenommen. Und das war für mich auch nicht immer so einfach zu verkraften. Aber immer wieder habe ich mich dann selber auch wirklich runtergeholt und ganz sachlich gesagt, okay, das ist jetzt gerade ein Ausnahmezustand. Deine Eltern sterben nun mal nicht jeden Tag. Und das können auch andere Sachen in eurem Leben sein, die euch einfach aus der Bahn werfen. Und da bringt es nichts, sich selber so streng zu sich selber zu sein. Man hat es ja im Hinterkopf
Und man weiß ja, dass man das Thema auch wieder angeht und dass man es dann dass ihr es dann hinbekommt, nicht unkontrolliert wieder zuzunehmen. Das ist schon ein eindeutiges Zeichen dafür, dass die Operation und eure Ernährungsumstellung letztlich doch was gebracht hat. Denn früher hätte ich in solchen Phasen unkontrolliert wieder an Gewicht zugenommen. 5 Kilo in 2 Wochen waren überhaupt kein Problem, auch in einer Woche nicht. Ja, kennt ihr vielleicht auch. Und auch bei mir war es so, man muss sich dann ehrlich hinterfragen, was kann ich persönlich noch ändern? Was kann ich dafür tun, dass es jetzt wieder weitergeht? Ich habe das getan und habe für mich dann eben die Entscheidung getroffen, ja, meinem Essen möchte ich jetzt eigentlich gar nicht so viel ändern, weil ich bin ein Genussmensch und ich will ab und zu was naschen können. Und dann habe ich mich eben entschlossen, an der Bewegung was zu ändern. Und das Essen ein Stück weit durch Bewegung und Sport zu kompensieren. Das habe ich gemacht mit meiner 90-Tage-Challenge, mit meinem Wiederanfang ein bisschen joggen zu gehen. Und am Anfang hat sich gar nichts getan, aber so nach 6 Wochen habe ich dann sogar angefangen abzunehmen. Also jetzt bin ich bei 112 bis 113 Kilo. Jetzt liegen meine Schwankungen zwar quasi zwischen 112 und 113. Ja, ich habe also insgesamt, ausgehend von dem höchsten von 117, habe ich sogar noch 5 Kilo abgenommen, seitdem ich das mache. Jetzt bin ich im Moment wieder ein bisschen im Ausnahmezustand gewesen. Ich hatte sehr viel beruflichen Stress die letzten Wochen und mein Sportprogramm ist wieder ein bisschen ins Stocken gekommen. Jetzt verzweifelt nicht. Ihr müsst verzweifelt nicht. Hinterfragt euch. Vielleicht auch die Checkfragen. Hinterfragt euch, esst ihr zu viele Mahlzeiten am Tag? Es gibt bestimmte Sachen, vielleicht hilft es auch nochmal, sich das über ein paar Tage aufzuschreiben. Es ist eine Tatsache, dass sich meistens wieder kleine Fehlerquellen einschleichen, wie zum Beispiel, man überschätzt die Menge, die man isst. Ja? Man denkt, ach, ich habe doch nur 200 Gramm auf dem Teller. Und wenn man es dann wirklich mal wieder ein paar Tage abwiegt, dann sieht man, dass man sich da vielleicht manchmal ganz böse verschätzen kann. Oder ihr snackt zwischendurch zu viel, was ihr vorher nicht gemacht habt. Wenn du jede Süßigkeit, die du isst, als Mahlzeit ansiehst, dann landest du am Ende vielleicht bei 10 Mahlzeiten am Tag. Das kann ja auch nicht richtig sein. Also fahrt einfach diesen Checkplan gedanklich nochmal für euch ab. Halte ich meine Pausen zwischen den Mahlzeiten ein, also 5 bis 6 Stunden Pause zwischen den Hauptmahlzeiten? Wie viele Mahlzeiten esse ich denn überhaupt am Tag? Wiegt mal wieder einen Tag lang ab und streckt auch mal wieder euren Intake an Kalorien, einfach damit ihr ein Gefühl dafür entwickelt, wie viel esse ich wirklich. Denn man hat manchmal das Gefühl, ich habe doch gar nichts gegessen. Und wenn man dann aber ganz ehrlich trackt, kommt doch einiges mehr bei raus, als man gedacht hat. Esst ihr zu salzhaltig, was dann auch dafür sorgt, dass ihr Wasser einlagert? Esst ihr die falschen Dinge? Es macht ja durchaus Sinn. Man kann ja viel essen, wenn man Dinge nimmt, die niedrigkalorisch sind und einen guten Index haben fürs Essen. Das sind alles Sachen, die man hinterfragen kann. Zweiter ganz wichtiger Punkt natürlich. Brauche ich vielleicht doch ein bisschen mehr Hilfe, nochmal mein Suchtverhalten und die Tendenz, meine Gefühle wegzuessen, in den Griff zu kriegen? Dann lasst euch nochmal, beantragt nochmal eine Kurzzeittherapie, eine Verhaltenstherapie beim Psychotherapeuten. Hatten wir vor der OP und das tut auch nach der OP gut, wenn man sich vieles mal von der Seele reden kann. Habt da keine Scham, euch Hilfe zu holen. Dritter Punkt, Sport natürlich, ja. Hinterfragt euch, bewege ich mich wirklich genug? Oder dümpel ich bei unter 5000 Schritten am Tag die meiste Zeit? Das ist unser Hauptproblem der westlichen Welt, dass wir uns kaum noch bewegen. Ich weiß, es ist nicht immer so einfach umzusetzen, aber manchmal hilft es auch schon, einfach ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, an welcher Stelle man ein bisschen mehr machen könnte und einfach aus Bequemlichkeit bisher nicht gemacht hat. Der Klassiker: Treppen gehen statt Aufzug fahren, wenn ihr könnt. Oder kommt die nächste Bahn erst wieder in 20 Minuten, dann lauft doch mal die eine Haltestelle vor.
wenn ihr sowieso da rumsteht und warten müsst, dann könnt ihr auch die 10 Minuten zu Fuß gehen bis zur nächsten Haltestelle. Es muss ja nicht immer gleich der komplette Weg sein. Oder parkt doch euer Auto mal ein bisschen weiter weg, dass ihr einen kleinen Spaziergang auf dem Weg zum Parkplatz habt, hin und zurück. Ist sowieso oft ein Problem, Parkplätze zu finden im städtischen Bereich. Naja, dann nutzt das doch aus und macht einen kleinen Stadtspaziergang daraus. Und Studio ist nicht für jeden was. Ich bin auch kein Studiomensch, aber ich versuche einfach die Mehrbewegung in meinen Alltag einzubringen. Ich bin leider auch nicht der Typ dafür, der auf Dauer zu Hause jeden Tag mit Mola Hoop hier steht und jeden Tag die 15 Minuten, eine halbe Stunde macht. Das wird mir schnell zu langweilig. Ich gehe lieber raus und gehe oder laufe und höre dabei einen Podcast. Auch auf dem Laufband zu stehen und immer nur geradeaus zu starren, auch das Fernsehgucken dabei, das ist mir alles so blöd. Das mache ich mal, aber nicht regelmäßig. Und da müsst ihr euch einfach selber beobachten, was euch gut tut, wie ihr am besten zu motivieren seid, euch zu bewegen. Und wenn das halt ein wenn ihr eher so der Gemeinschaftstyp seid, dann lohnt es sich zum Beispiel auch mal bei eurer Krankenkasse auf der Website nachzugucken, denn fast alle großen Krankenkassen bieten Bewegungsprogramme kostenlos an oder mit ganz kleinem Eigenanteil. Zum Beispiel Walking-Kurse einmal die Woche oder Aerobic-Kurse oder Rückengymnastik. Oder habt ihr orthopädische Probleme, dann lasst euch von eurem Orthopäden Reha-Sport aufschreiben. Könnt ihr kostenlos Reha-Sport einmal die Woche machen. Es gibt Mittel und Wege, auch wenn Zeit und Geld knapp sind, mehr Bewegung in euer Leben zu bringen. Nutzt diese. Und wenn ihr all das gemacht habt und es bleibt trotzdem stehen, dann könnt ihr zumindest jeden Tag in den Spiegel schauen, mit dem Wissen, ihr habt alles getan und mehr geht jetzt einfach nicht, und aufhören, euch deswegen in Panik zu verfallen und zu chillen. Ist leichter gesagt als getan, ich weiß. Aber wenn ihr all diese Punkte wirklich beachtet, kann ich an meiner Ernährung was ändern? Esse ich zu viel, zu wenig Eiweiß? Sollte ich vielleicht noch mal eine Psychotherapie machen oder eine Ernährungsberatung? Schreibt euch euer Adipositaszentrum sofort auf. Muss ich mich mehr bewegen? Oder vielleicht auch alles drei? Und wenn ihr da ehrlich reflektiert zu euch seid und diese Dinge probiert und macht und es trotzdem nichts bringt, dann wisst ihr wenigstens für euch, dass ihr alles probiert habt und dass ihr alles in eurer Macht Stehende getan habt. Und auch das führt dazu, dass man wieder ein bisschen entspannter mit sich selber ist. Also, habt ihr einen echten Stillstand? Und wenn ja, könnt ihr vielleicht was ändern, um diesen Stillstand zu beheben? Und wenn gerade nein, dann, wenn ihr alles getan habt, was ihr könnt, mehr geht nicht. So wie man auf der Arbeit immer sagt, mehr als arbeiten können wir nicht. So ist es eben auch bei diesem Thema. Seid gut zu euch, seid gut zu eurem Körper, seid selbstreflektiert, dann wird sich auch immer ein Weg finden. Macht's gut, eure Susi. Ganz hervorragend, passt gerade. Ich höre gerade diesen Podcast beim Kochen und der gute Herr von Chirac hier, der weltberühmte Autor, der hat gerade was sehr Interessantes zu unserem Thema gesagt. Hört mal. Oder mein Körper steht nicht in meiner Macht. Ja, ich kann zwar viel dafür tun, ich kann spazieren gehen, ich kann dunkle Schokolade anstatt helle Schokolade essen, ich kann alles Mögliche tun, aber ich kann am Ende es nicht hindern, dass der Körper krank wird und stirbt. Das ist nicht in meiner Macht und deswegen soll ich nicht so sehr daran hängen. Also
Ich fand es gerade so schön, dass er das so gesagt hat, weil das letztlich die Quintessenz ist von dem, was ich euch gerade gesagt habe. Wenn ihr alles in eurer Macht Stehende getan habt und der Rest einfach nicht in eurer Macht steht, weil der Körper eben nun mal keine Maschine ist, dann bringt es auch nichts, sich deswegen das Leben schwer zu machen. Alles gesagt.